Willkommen zum letzten Kapitel dieser Lektion. Nachdem es bislang hauptsächlich um Zahlen ging, wollen wir auch mal einen Blick auf Figuren werfen und kehren dafür wieder nach Afrika zurück, bevor wir dann noch einen Abstecher nach Südindien machen. Am Ende dieses Kapitels erlaube ich mir dann außerdem noch eine kurze Zusammenfassung zur Ethnomathematik als solcher und ihren Implikationen, insbesondere auch für die Didaktik der Mathematik, was ja so mein Haus- und Hofgebiet eigentlich ist. Links im Bild sehen Sie ein sogenanntes Sona, das ist eine Sandzeichnung der Tschokme aus Zentralafrika. Rechts sehen Sie etwas, was ganz ähnlich aussieht, das ist aber eine Frau in Indien, die ein sogenanntes Kolam vor ihre Tür zeichnet. Beide Muster weisen ja hohe Ähnlichkeiten auf, wir erkennen starke Symmetrie, wir sehen so ein Punktmuster, was vielleicht wie so ein Koordinatensystem verwendet worden ist und es gibt in der Tat Parallelen in der Herstellung der beiden Zeichnungen. Ihre Einbettung in alltägliche Praktiken ist aber sehr verschieden und manchen von uns fällt es vielleicht sogar schwer, hier wirklich schon Mathematik erkennen zu wollen. Fangen wir mal mit den Sona an, beziehungsweise mit den Tschokwe. Die Tschokwe leben vor allem im Nordosten Angolas und im Kongo und in Sambia. Sie sind ein Volk von Jägern, das aber auch Landwirtschaft betreibt. Die Tschokwe sind bekannt für ihre Kunst. Sie dekorieren ihre Häuser mit Zeichnungen, sie stellen Matten und verzierte Körbe her. Sie modellieren Ton, sie schnitzen Holz und sie gießen Eisen. Die Sona sind aber keine Dekorationen von Gebrauchsgegenständen. Die Zeichnungen werden vielmehr im Sand ausgeführt und dienen dazu, Geschichten, Legenden und Rätsel zu veranschaulichen. Wir wollen uns ein Beispiel dazu kurz anschauen. Sambalu, der Hase, entdeckte eine Salzmine. Ohne zu zögern kamen der Löwe, der Panther und die Hyäne, um Besitz von der Mine zu ergreifen und das Recht des Stärkeren für sich zu beanspruchen. Der Hase baute einen Zaun und trennte so die Mine von den Eindringlingen. Nur der Hase kommt jetzt noch zur Salzmine hin, ohne den Zaun überqueren zu müssen. Viele der Sona haben eine Besonderheit, die sie mit dem gerade gezeigten Sona teilen. Sie sind monolinear oder sogenannte Eulergraphen. Sie kennen vielleicht diesen Abzählreim. Das ist das Haus vom Nikolaus und nebenan wohnt Weihnachtsmann. Tatsächlich lässt sich auch etwa dieses Sona, die Löwin, in einer einzigen Linie zeichnen, ohne den Stift absetzen zu müssen oder eine Strecke zweimal abfahren zu müssen. Es folgt dabei einem ganz einfachen Zeichenalgorithmus, den ich Ihnen vorzeigen möchte. Wie das funktioniert ist, man setzt in der Mitte zwischen zwei Punkten an, zum Beispiel hier, und jetzt geht man in einem 45-Grad-Winkel nach oben, bis man an die Außenstelle rutscht und dann macht man immer eine Kurve und geht genauso im 45-Grad-Winkel wieder runter. Also ich fange mal an, hier hoch, schön die runde Kurve ziehen, hier runter wieder 45, hier hoch und jetzt komme ich an das Ende des Punktmusters und da muss ich so eine volle Drehung machen und gehe dann wieder in 45 Grad runter und jetzt gehe ich wieder im 45-Grad-Winkel hoch. Und dann geht es wieder runter. Und so läuft das jetzt immer weiter. Ich werde das jetzt etwas beschleunigen dann im Video, weil das nicht so spannend ist, wenn Sie mir die ganze Zeit zusehen. Aber Sie werden feststellen, dass ich es schaffe, zwar nicht ohne Absetzen, aber doch ohne neu aufzusetzen. Also ich setze die Kurve quasi immer weiter fort und schaffe das tatsächlich, mich durch das ganze Muster hindurch zu bewegen. Und jede Kurve wirklich, jeden dieser Pfade nur einmal zu zeichnen. Es entsteht also in der Tat tatsächlich auch hier ein echter Eulergraph. So, jetzt bin ich wieder am Anfangspunkt angekommen. Was man am Ende noch macht, die Löwin kriegt noch ihren Kopf und die Löwin kriegt noch ihren Schwanz. Und jetzt ist man fertig. Man kann sich um die Figur herum auch eine Wand vorstellen. Die gezeichnete Linie folgt dann gewissermaßen einem Ball, der immer an diesen Wänden abprallt.
besonders interessante Muster entstehen dann, wenn man auch innerhalb des Punktmusters noch weitere Wände sich denkt oder, wie eben in dieser Fabel gerade erzählt, Zäune hinzufügt. Allerdings sind nicht alle Sona mit einer einzigen Linie zu zeichnen, wie wir etwa bei dieser Figur erkennen können, die eine Schildkröte darstellen soll. Gerdes hat eine Systematik der Sona aufgestellt, welche nur nach dem Algorithmus gebildet werden können, 45 Grad und Abprallen an den Außenwänden. Für die Schildkröte, die aus so einem 3x3 Raster besteht, benötigt man dann bereits drei Linien, muss also zweimal den Stift absetzen, wenn man keine Strecke mehrfach abfahren darf. Und jetzt sind dann wieder Sie selbst an der Reihe. Können Sie hier schon ein System erkennen? Wenn ja, sollte es Ihnen leicht möglich sein, auch für 3x5 und 3x6 die jeweils passende Zahl mindestens benötigter Linien zu ermitteln. Tatsächlich kann man zeigen, dass bei diesen Punktrastern mit dem gegebenen Zeichenalgorithmus an geschlossenen Linien immer genau der größte gemeinsame Teiler von Zeilen- und Spaltenanzahl benötigt wird. Teilerfremde Zahlen ergeben also die besonders beliebten monolinearen oder Euler-Graphen. Dafür muss man bei diesen allerdings auf mindestens eine Symmetrieachse verzichten. Die Chocque mögen keinen Begriff von Teilbarkeit entwickelt haben. Gerdes konnte aber beobachten, dass ihm schon relativ kleine Kinder für verschiedene vorgelegte Punktraster, ohne hereingemalte Linien oder Farben übrigens, nahezu sofort sagen konnten, wie viele Linien sie für so ein Bild benötigen werden. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass man in Südindien, insbesondere bei der tamilischen Bevölkerung, ganz ähnliche Muster finden kann, wie man im Foto oben rechts erkennen kann. Dort werden diese Muster allerdings nicht von Männern zum Ausschmücken von Geschichten und Fabeln verwendet, sondern allmorgendlich von Frauen mit teils eingefärbtem Reismehl vor die Haustür gestreut. Das ist eine sehr vergängliche Kunst. Die Zeichnungen lösen sich im Laufe des Tages durch Schritte von Besuchern des Hauses, durch spielende Kinder oder durch darüberfahrende Karren und tropische Regenschauer auf. Kolam sind eine spirituelle Angelegenheit. Sie heißen Besucher willkommen und sie laden die Schlangengöttin Naga ein, ihre schützende Fruchtbarkeit und glückverheißende Kraft für die Hausbewohner zu entfalten. Außerdem sollen sie böse Geister abwehren. Kolam haben verschiedene MathematikerInnen ebenso wie InformatikerInnen fasziniert. Sie haben die Muster durch formale Sprachen, etwa Matrixsprachen oder Bildsprachen, und mit Hilfe der Graphentheorie beschrieben. Und einige der Muster haben indirekt auch die vielleicht einige von Ihnen bekannte Turtle-Grafik inspiriert. Wir wollen als letztes Beispiel in diesem Video ein vergleichsweise einfaches Muster betrachten, das neuerlich einen Euler-Graphen darstellt, also eine Figur, die in einem Zug als geschlossene Kurve gezeichnet werden kann. Auch bei dieser Figur wird mit einem Punktmuster begonnen, welches diesmal aber sternenförmig von einem Zentrum ausgehend an 8 Armen je 5 Punkte enthält. Dann wollen wir uns auch mal den Herstellungsalgorithmus dieser Figur ansehen. Der besteht daran, dass man an den einzelnen Ästen verschiedene Punkte abläuft, und zwar immer in der Reihenfolge 1, 3, 5, 2 und 4. Das meint, hier ist die 0, da ist die 1, hier ist die 2 und so weiter. Dann wollen wir mal anfangen. Also wir fangen hier an. Ich bin jetzt immer ein bisschen zittrig, aber Sie werden dann sehen, wie das Prinzip ist. Also an dem Ast die 1 und jetzt muss ich hier rüber zur 3. Jetzt muss ich weiter zur 5. Von der 5 muss ich herunter hier auf die 2 kommen. Also 2. Jetzt geht es auf die 4. Jetzt geht es wieder weiter. 1, 3, 5, 2, 4. Einmal bin ich durch. Jetzt muss ich hier unten wieder hinkommen. Also wieder auf die 1. Jetzt geht es wieder auf die 3. Und jetzt wieder auf die 5 und runter auf die 2. Und jetzt male ich das noch zu Ende. Lass das im Video dann aber so ein bisschen schneller ablaufen.
So, wir kommen langsam in die letzte Runde. 1, 3, 5, 2, 4 und zurück auf die 1. Und tatsächlich haben wir wieder einen Euler-Graphen erstellt. Das heißt, ich bin einmal komplett herumgekommen und hätte, wenn ich das jetzt besser könnte, überhaupt nicht absetzen müssen und habe aber trotzdem jeden Punkt nur einmal getroffen. Auch hier wieder etwas Theorie. Warum ergibt sich überhaupt eine geschlossene Kurve? Wir wollen auch für dieses Kolam versuchen, einmal zu überlegen, was hier alles an Mathematik eingefroren ist. Zum Beispiel können wir einmal überlegen, warum eigentlich in dieser Punktfolge 1, 3, 5, 2, 4 wirklich jeder Punkt nur einmal getroffen wird. Dazu habe ich hier oben eine Tabelle angelegt. In der Tabelle haben wir 8 Spalten. Ich beginne mal bei 0, warum wird sich nachher noch zeigen, und 5 Zeilen. Die 5 Zeilen sind immer die 5 Punkte nach außen und diese 8 Spalten sind die verschiedenen Arme der Zeichnung. Jetzt werden wir einfach mal eintragen, der Reihenfolge nach, die Punkte, die wir jeweils markiert haben. Also immer diese Folge 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5. Und 1, 3, 5, 2, 4. Was Sie jetzt feststellen werden, ist, dass tatsächlich in jeder dieser Spalten, die die 7 Arme darstellen, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 vorkommen in verschiedenen Permutationen, wie Sie vielleicht schon einmal gelernt haben. Was wir uns jetzt noch anschauen werden, ich werde jetzt gleich mal hingehen und werde immer die Zellen, in denen die 1 steht, farbig hervorheben, denn das ist so ein Schlüssel, um zu erkennen, warum das eigentlich so funktionieren kann. Also werde ich die hier mal alle schattieren. Jetzt muss ich mal sehen, Tabelle, Entwurf, da wähle ich mir mal eine Schattierung aus. Sagen wir mal, ich färbe die jetzt alle mal in diesem Orange. Immer die Einser färbe ich orange. Orange. Und nochmal orange. Und jetzt sehen Sie, dass wir es tatsächlich geschafft haben. In jeder Spalte taucht nur einmal die 1 auf. Woran liegt das? Sie haben vielleicht schon mal vom Rechnen mit Restklassen gehört. Wenn Sie nur bis 7 zählen könnten und bei 0 anfangen, haben Sie die Zahlen modulo 8. Die 1 ist die Zahl 1 modulo 8 und die nächste Stelle, an der wir dann wieder eine 1 haben, ist die Stelle 5. Das ist die 2, 5 modulo 8, also die 5. Spalte. Jetzt kommen Sie auf die 10. Die 10, das ergibt dann als nächstes die 2 modulo 8. Da sind Sie also in der 3. Spalte hier und dann die 15 ergibt die 7 modulo 8. Also, dass das funktioniert, liegt daran, dass wenn Sie die ersten Vielfachen der 5 nehmen, dann funktioniert das genau, dass die Modulo 8 sämtliche der Restklassen durchlaufen. Es ist so übrigens dann jetzt völlig egal, wie hier die Reihenfolge 1, 3, 5, 2, 4 stehen würde. Wir könnten auch 1, 2, 3, 4, 5 dort eintragen. Dann würde ein anderer Stern entstehen, aber wir hätten noch dasselbe. Gut, versuchen wir es auch nochmal mit der Folge 1, 2, 3, 4, 5. Mal schauen, wie das Muster dann ausschaut. Welche Rolle spielen nun die 5 und die 8? Beide Zahlen sind teilerfremd. Am selben Punkt wird man also in der Tat erst nach 5 mal 8 gleich 40 Schritten ankommen. Hätte unser Ausgangsstern nur 5 Arme mit je 3 Punkten, müssten wir eine Folge von 3 Zahlen wählen, um einmal geschlossen durchzukommen. Hätte er hingegen 12 Arme mit je 7 Punkten, bräuchten wir eine Folge von 7 Zahlen. Hier sehen Sie zum Beispiel sämtliche Kolam, die sich mit 8 Armen und je 5 Punkten erzeugen lassen. An möglichen Punktfolgen gibt es dafür, sind Permutationen, also 5 Fakultät, verschiedene, also 120 Stück. Die sehen Sie ja alle. Aber nicht alle diese 120 Folgen, so 0, 1, 2, 3, 4,
1, 0, 2, 3, 4 und so weiter ergeben tatsächlich unterschiedliche Kolam. Und warum, das können Sie sich einmal in einer ruhigen halben Stunde vielleicht selber überlegen, woran das liegt, dass sie nicht alle verschieden aussehen. Ins Moodle gebe ich Ihnen ein kleines Python-Skript, mit dem dieses Bild erzeugt würde. Und wer Lust am Programmieren hat, der kann das auch gerne abwandeln und sich mal weitere Kolam mit anderen Armzahlen oder mit anderen Punkten je Arm erzeugen lassen. Wir wollen es mit den Kolam jetzt aber erstmal bewenden lassen und abschließend so einige fachdidaktische und soziopolitische Implikationen der Ethnomathematik betrachten. Paulus Gerdes hat aus den Sona-Zeichnungen so ein ganzes Curriculum für Lernende in Mosambik entwickelt, das aus den Sona-Fragestellungen der Geometrie, Zahlentheorie und Graphentheorie hervorholt. Er versucht damit ganz klassisch die Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen, beziehungsweise versucht aufzuzeigen, wie in lokalen kulturellen Praktiken mathematische Fragestellungen enthalten sein können, die in ganz klassische Teilgebiete der normalen, in Anführungszeichen, westlich geprägten Mathematik führen können. Solch eine Betrachtung regionaler Praktiken unterliegt dann aber, so kann man kritisieren, gewissermaßen zwingend einem Western Gaze. Der Niederländer Gerdes versucht, in den afrikanischen Sandzeichnungen die ihm vertraute Mathematik wiederzuerkennen, um sie dann den Eingeborenen schmackhafter machen zu können. Das wirft dann zwangsläufig auch die Frage auf, ob wir die kulturellen Praktiken uns fremder Völker erst dann wertschätzen können, wenn wir in Form der Mathematik dann doch wieder die vermeintlich unsere darin erkennen können. Man kann auch fragen, ob zu Schulmathematik umgemodelte Sona, Kolam oder andere Artefakte spezifischer kultureller Praktiken nicht jede Authentizität und ihren Wert als solche verlieren, wenn man die Mathematik zum Zwecke des Lehrens und Lernens aus ihnen herauslöst und damit letztlich doch wieder ihren kulturellen Kontext außer Acht lässt. Mit dieser offenen Frage möchte ich das Thema Ethnomathematik mal beschließen. Falls Sie das Thema spannend finden, im Moodle finden Sie noch zwei Bonusvideos zum Thema direkt wieder unter der Lektion. Bei einem ist Paulus Gerdes selbst der Referent und das andere enthält insbesondere noch eine Reihe weiter Beispiele zu Mustern und Geometrie. Wir sehen uns dann unter Umständen beim vierten Kapitel wieder, wenn wir uns einem traditionelleren Thema der Mathematikgeschichtsschreibung widmen, der Mathematik im antiken Griechenland. Bis dahin, auf Wiederschauen, Servus und Baba!